So, dann gehe ich jetzt mal hier oben rüber. Das war noch einer von denen. Wenn man sich von hinten anschleicht. Moment, ich mach mal. Ich google jetzt. Tropiccraft.net. Ja, das ist die Internetadresse, hätte das gedacht. Information. Recipes. Wiki. Die haben ja ein Wiki. Hier sind alle Recipes aufgeführt. Da will ich mich jetzt aber so eigentlich noch nicht spoilern lassen. Mobs. Ja, genau. Das würde mich interessieren. Mobs. Ich klicke mal einfach hier ein paar davon an. Ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, aber für mich ist das ganz interessant. Was zum Henker? Okay, die habe ich noch nicht gesehen. Easter Island Hats. Da gibt's. Genau, das sind Easter Island Hats. Easter Island Hats are unique mobs. This is blah, blah, blah. Spawn by. They are asleep, but you can hear them. Their eyes will glow red and they will begin caching you. They spawn on pieces. The main way of damage them is with a pickaxe. Swats will not work. Oh mein Gott! Wo ist er? Wo ist er? Da ist er! Komm her! Hallo. Das war eine Ente. Ich habe auch noch eine hier. Da. Oh, what the fuck? Ist da gar nichts passiert? Außer, dass er irgendwelche komischen Geräusche gemacht hat. Na, wenn ich noch einen finde, weiß ich ja, was ich mit den Dingern machen kann. Oh, ich hatte immer Angst, dass ich die vielleicht gar nicht klein kriege. Jetzt will ich aber neugierig, was die anderen Mobs alle noch sind. Da gibt es dann noch als Struktur. Die Easter Island Hats. Das sind dann einfach nur Strukturen. Fische in allen möglichen Farben. Da gibt man dann Eier von. When fighting, be prepared to be attacked by a couple of these creatures. Das sind diese kleinen Krokodile, Iguana. Man sollte von oben angreifen, weil die Viecher echt voll drauf sind. Die Jellyfishs. Ich darf die Tentakel nicht berühren. Okay, das ist logisch. Dann gibt es hier noch... Oh Gott, was es hier alles gibt. Oh Gott, die habe ich noch alle gar nicht gesehen. Oh oh. Die Dinger setzen sich auch gerne auf Stühle. Cool. Das sind die Poison Frogs. Dann gibt... Oh Gott, es gibt so viele Viecher. Aha. Ich lese gerade, wie die Creeper hier... Keine Ahnung, da steht nichts über die Spawn-Radius von den Viechern. So, wir sind wieder da. Ich wollte nur mal gerade gelesen haben, wo was wegen den, ne, und so. Oh ja, die fette Statue. Die kann ich jetzt einfach abbauen. Dann kriege ich neues Baumaterial. Geil. Hopp, hopp. Und dann gehen wir zum Baum. Da ist schon wieder so viel Bambus gewachsen. Das ist aber schön. Huch, warum ist denn hier... Egal, Melonas. Limonas. Huch, was ist das denn? Ach, ein Huhn. Hallo, kleiner Dupf. Ich tue euch nichts, keine Sorge. Ich will nur das Zeugs hier haben. Meins. Oh, fuck this shit. Dass da Lava innen drin ist, hätte man mir ja auch mal sagen können. Geh weg. Naja, gut, dann ist da halt Lava drin. Boah, der Spitzhacke dauert das ewig. Na gut, dann... Ja, bäh, dann hole ich mir jetzt einfach alles drumherum, was geht. Oh oh. Ich will ja nicht, dass hier die Welt anfängt zu fackeln. Zu spät, ne? Mist. Renn bloß nicht in die Lava. Ach, der ist ja sowieso feuerresistent. Was mache ich denn jetzt? Erde, ich brauche mehr Erde. Los, gib mir Erde. Ich mag sowas nicht, wenn ihr so Lava rumspawnt. Auf da rumzupuppeln. Das ist nicht lustig. Hau ab, Mann. Ja, dann kriegt man auch Saplings, wie man diese Limonenbäume pflanzen kann. Cool. So, jetzt ist wieder alles gut, ne? Das bisschen Lava da, das kann da noch bleiben. Hier holen wir noch ein paar von denen. Ein paar von denen und von denen und von denen und von denen und von denen. Und ach so, hiermit kriegt man ja dann automatisch die Kredenzien. So.
So, ich wollte zum Baum, ne? Das habe ich mehrfach erwähnt und habe es wieder nicht gemacht. Das ist ja, wo ist denn die Sonne? Ach, das geht ja noch. Das ist ja wie mit der Höhle, die dann nicht mal so sonderlich spannend war. Naja, wir finden schon noch eine überdimensional große Höhle. Keine Sorge. Jetzt gehen wir erstmal in den tropischen Urwald. Vielleicht finden wir auch mal ein Meer. Das wäre toll. Meer. La 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 la. Gucken wir nochmal da drüben hin. Ob da noch irgendwas ist. Vielleicht ist da ja ein Beach. Something like a beach would be absolutely amazing. Sind das eigentlich Pilze? Kann man mit denen irgendwas machen? Magic Mushrooms? Kann man die essen? Nein, schade. Aber die Melonen kann man essen, ne? Nom, 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 nom. Mm, lecker. Holps. Das ist aber ein fetter Baum. Huch, was ist... Ah! Huch, wo kommen die denn alle her? Spawn doch mal woanders. Habt ihr das gerade gesehen? Was ist das denn? Was ist das denn? Wo kommt das denn her? Oh Gott, das ist ein Blasrohr. Oder? Ist das so ein Blasrohr? Was ist das denn für ein Teil? Hi. Ja, dann renn weg von mir. Hab ruhig Angst, ist in Ordnung. Wieso, wo kommen die denn jetzt hier alle her? Was ist das denn für eine kleine Kreatur? Habt ihr die gesehen? Sieht aus als ein Blasrohr. Ich habe da ein bisschen Angst wegen, so, weil hier so viel Schatten ist. Da kommen die ganzen Skelette her. Ich habe so ein bisschen Angst, weil hier meine Heilung und mein Armor nicht so der beste ist. Meine Armor. Hier sind auf jeden Fall schön viele bunte Blümchen. Und das ist ein fetter Megabaum. Den fällen wir jetzt komplett. Wow, das sind Giftfroschus. Na, verpisst du dich. Blöde Giftfrösche. Von euch lasse ich mich nicht mehr verarschen. Kann man da irgendwo hoch? Das sieht so aus, als könnte man den Baum hochklettern. Oder auch nicht. Ja, dann fällen wir den jetzt einfach mal. Geil. Voll der Monsterbaum. Voll der hohle Baum, ey. Voll hohl, Mann. Oh, der ist so dunkel. Hallo? Hallo? Oh, scheiße, da sind Monster-Spawner drin. Ha! Ah! Was spawnst du denn? Du spawnst kleine Krokos. Na, den machen wir nicht so viel aus. Und hier? Well! Ich spiele wohl nicht auf einer Schwierigkeitsstufe, wo sie mir was antun. Oder? Was seid ihr denn für Kreaturen? Hallo? Kuscheln! Ich tu mir gar nichts. Muss ich da erst... Ja, was willst du, hä? Was willst du, hä? Ja, hast du Probleme, Aslacke? Ich muss wahrscheinlich, auf Normal spielen. Oder auch nicht. Ich glaube, die mögen mich. Ich glaube, er brennt. Ist nur eine Vermutung. Okay, Entschuldigung, wollte ich nicht. Die machen mir auch nichts, wenn ich sie angreife. Okay, ist das Absicht? Soll das so sein? Ist das okay so? Gibt's einen Teamball hoch? Da spawnen wieder kleine von den kleinen Klubschis. Hallo, hier schon wieder. Die sehen aber auch interessant aus. Gucken Sie mich mal an. Cool. Aber greifen die einen auch an? Ach, guck mal, eine Schatztruhe. Nee. Eine Schallplatte. Geil. Und was ist das hier? Azurit. Wow, ich bin jetzt hier oben auf der Krone des Baumes. Ist ja heftig. Das ist ganz dichter Laubwald hier oben. Wow, ist das schön. Hier kann man mal gucken. Also einen Strand sehe ich von hier aus jedenfalls noch nicht. Nur weitere Flüsse. Wir müssen wahrscheinlich mal einfach einen Flusslauf folgen bis zu einem Strand. Vielleicht ist dahinter auch einer. Heftig. Oh nein, die Sonne geht unter. Eigentlich wollte ich da nicht hier bleiben, wenn die Sonne untergeht. Ich glaube, oh mein Gott, kann es sein, dass die Dinger nur im Dunkeln angreifen? Tschüss. 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 Oh, es ist doch dunkel hier. Aua. War ich selber, ne? Hab mir gerade selber wehgetan. Okay, gut.
Und hier geht's dann raus. Nix hier weg. Scheint sein, dass die Dinger nur im Dunkeln aggressiv werden. Das gibt's ja auch. So dark aggressive monsters. Ich renn mal weg. Hallo, Tropic Cows. Die sollte man neu texturieren mit so Hula-Reifen. Könnte ich ja mal machen. Also 16x16 Texturen anpassen ist ja jetzt hier für das Texturenpark kein Problem. Ich werde auch die Sandfarben und so zum Beispiel zum Teil anpassen und alles, was mir so nicht so gefällt. Well. Ich gehe jetzt da mal aus und ist einer von diesen Dingern da. Sind die nachts irgendwie aggressiv? Nein? Okay, gut, tschüss. Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Da ist Rotters Giftfrosch. Günther, komm her. Hahaha, Günther getroffen, aber es hat mir trotzdem nochmal wehgetan. So, von wo kam ich jetzt? Wo kam ich denn jetzt her, verdammter Mist? Bei Nacht habe ich keine Orientierung. Was soll der Scheiß denn nur? Ich glaube, irgendwie funktioniert das auch mit den Mobs. Ich habe noch keinen einzigen Creeper gesehen. Habt ihr einen Creeper gesehen? Ich habe keinen Creeper gesehen. Ehrlich, ich habe mich verlaufen. Von wo kam ich denn jetzt? Ich bin, glaube ich, hier so außenrum, oder? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Schande noch eins. Honey hat sich verlaufen. Honey hat sich verlaufen. Honey hat sich verlaufen. Au. Bring mir nochmal ins Gesicht und du kriegst aufs Maul, Mann. Vielleicht greifen die einen nur an, wenn man auch die richtigen Waffen hat. Hier, ich habe einen Bambusspeer, den ramme ich dir jetzt quer an den Kopf. Du hast da was verloren. Tut mir leid. Hier, warte. Warte, wo bist du denn hin? Du hast da was verloren. Jetzt sehe ich ja noch mehr, wo es nach Hause geht. Das ist aber eine sehr begrenzte Sichtweise von den Viechern. Aber ich sehe jetzt wunderschön aus. Kann ich mich mal von vorne angucken? Hallo, Huga, 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 Huga. Nein, ich glaube nicht. So, von wo kam ich jetzt? Ich hab mich verlaufen, das war klar, das würde immer passieren. In Minecraft hat jemand eine Ahnung, wo es hingeht. Was ist denn das hier für ein heller Sand? Ich glaube, bei hellem Sand konnte man Schatztruhen finden. Bingo. Weg. Diamant? Will ich alles haben? Gold und. Und hier denn her? Mein Bambusstock. Oh, voll in die Fresse gibt's einen Bambusstock. Da ist man hier ganz harmlos daran, das Zeug einzusammeln. Und was passiert? Bin voll angemacht von so einem Vieh, Mann, ey. So, jetzt noch das hier, dann Sand. Wertvolle Fracht. Verdammt, jetzt habe ich hier ganz viel wertvolles Zeug gesammelt. Doch ich weiß nicht, wie es jetzt nach Hause geht. Da ist ja schon wieder ein Vulkan. Da ist schon wieder ein Vulkan. Deswegen will ich da nicht dran. Ich gehe lieber weiter weg. Oh Mann, da ist vielleicht noch was versteckt. Ich buddel noch mal weiter. Vielleicht gibt's ja noch eine zweite Truhe. Ich glaub's zwar nicht.